Sie ist eine der traditionsreichsten Ballettschulen der Welt. Die Ballettakademie der Wiener Staatsoper, die in ihren Anfängen bis auf Maria Theresia zurückgeht und wo offenbar auch noch Unterrichtsmethoden herrschen, die an diese Zeit erinnern. Wie die Wochenzeitung Falter in ihrer aktuellen Titelgeschichte aufdeckt, werden an der renommierten Ballettschule offenbar seit Jahren Mädchen und Buben von einzelnen Lehrpersonen misshandelt, gedemütigt und zumindest in einem Fall auch sexuell bedrängt. Die Staatsoperndirektion zeigt sich von den Enthüllungen schockiert und verspricht volle Aufklärung und Konsequenzen. Die Wiener Staatsoper ist eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt. Doch hinter den Kulissen des altehrwürdigen Hauses tun sich Abgründe auf. Wie die Füße einer Balletttänzerin nach dem Opernball aussehen können, zeigt dieses Foto. Eine Lehrerin soll die Elevinnen und Eleven mit drastischen Unterrichtsmethoden gequält haben, berichtet eine ehemalige Schülerin, die anonym bleiben möchte, der Wiener Wochenzeitung Falter. Die Schüler wurden geschlagen, gekratzt bis zum Blut, an den Haaren gezogen. Ein Mädchen ist mal mit einem Haarbüschel rausgekommen aus dem Unterricht. Ich selber wurde am Knöchel getreten von der Lehrerin, während ich auf den Spitzenschuhen stand. Und da waren dann 2 Monate lang, musste ich auch aussetzen. Auch von einem sexuellen Übergriff ist die Rede. Ein Lehrer, der nach den Falter-Recherchen entlassen wurde, soll vor einem 16-jährigen Burschen onaniert haben. Zudem werde an der Ballettakademie ein höchst problematisches Körperbild vermittelt, erzählt eine Tanzlehrerin, die bis 2017 unterrichtet hat. Sie wurden angewiesen, nur sehr wenig zu essen. Eine Kiwi und ein bisschen Wasser oder ein Stück Brot pro Tag sind genug. Besonders bedrückend ist die Geschichte einer Schülerin aus Japan. Das Mädchen hatte nur mehr 37 Kilo bei einer Größe von 1,72 Meter. In meiner Klasse habe ich sie auf Gymnastikmatten gesetzt. Sie war so knochig, dass sie sogar beim Sitzen Schmerzen hatte. Auch auf Nachfrage hat sie keine Hilfe bekommen. Die Lehrer wollten abwarten. Als sie zu krank war, um zu tanzen, haben sie sie nach Japan zurückgeschickt, um dort eine Therapie zu machen. Seit 2011 wissen die Verantwortlichen über diese Zustände Bescheid. Diese Lehrerin, die hier hauptverantwortlich war, wurde schon einmal gefeuert. Sie ist wieder eingestellt worden. Und diesen Missstand, den muss die Staatsoper ganz schnell in Ordnung bringen. Ich habe den Eindruck, dass der Staatsoperndirektor weiß, dass es hier jetzt ans Eingemachte geht, nämlich um den Ruf einer österreichischen Institution. Jolanta Seyfried hat die Ballettschule der Staatsoper bis 2010 geleitet und sich damals bemüht, pädagogische Regeln durchzusetzen. Ballett findet ganz viel mit Minderjährigen statt und Ballett arbeitet mit dem Körper. Und das sind zwei ganz, ganz entscheidende Sachen und die sind einfach vogelfrei. Jeder bei uns darf einfach Ballett unterrichten. Mein ganz großer Wunsch prinzipiell wäre mal, dass es eine offizielle, anerkannte Ballettpädagogenausbildung in Österreich gibt. Manche Tänzerinnen und Tänzer der Wiener Staatsoper sind an ihrer Ausbildung zerbrochen. Die veralteten Unterrichtsmethoden gehören wohl ins Geschichtsbuch und nicht auf die Bühne eines Opernhauses im 21. Jahrhundert.